Guten Tag, meine lieben Mitmenschen und herzlich willkommen am Dienstag, den 15. August, Hochfest der Aufnahme Mariens in den Himmel, Vulgo Maria Himmelfahrt, Namenstag meiner Schwester Assunta, wo man schon am Namen hören kann, zu wem sie gehört, zu dieser aufgenommenen und verherrlichten. Ich blende Ihnen ein schönes Bild ein von einem Kruzifixus, den mir meine Eltern zur Diakonenweihe geschenkt haben. Deswegen habe ich es auch so aufgebaut, dass man im Hintergrund von der Rheinfront her den Elsterhof sehen kann, unser Zuhause. Und zu Füßen des Gekreuzigten ein Totenkopf. Das hat man in der Barockzeit manchmal auch noch viel früher gerne getan. Und das weist auf ein Geheimnis hin, das in der heutigen Lesung aus dem 1. Korintherbrief angesprochen wird. Brüder, Schwestern, Christus ist von den Toten auferweckt worden als der Erste der Entschlafenen. Da nämlich durch einen Menschen der Tod gekommen ist, kommt durch einen Menschen auch die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht werden. Es gibt aber eine bestimmte Reihenfolge. Erster ist Christus. Dann folgen, wenn Christus kommt, alle, die zu ihm gehören. Danach kommt das Ende, wenn er jede Macht, Gewalt und Kraft vernichtet hat und seine Herrschaft Gott dem Vater übergibt. Denn er muss herrschen, bis Gott ihm alle Feinde unter die Füße gelegt hat. Der letzte Feind, der entmachtet wird, ist der Tod. Sonst hätte er ihm nicht alles zu Füßen gelegt. Ja, und zu Füßen des Gekreuzigten, der da mit dem Tod ringt und im Sterben den Tod entmachtet und dem Leben zum Durchbruch verhilft, zu Füßen also Christi, der Totenschädel des Adam, des ersten Menschen, der durch die List der Schlange verführt, zusammen mit seiner Eva, dem Tod die Tür aufgemacht hat, in die Welt hinein, ins menschliche Leben hinein, wo der Tod nichts zu suchen hat. Denn der gehört, anders als weltliche Philosophie das manchmal tapfer auslegt, der gehört nicht zum Menschen. Wir sind nicht für den Tod gemacht. Und damit wir das glauben können, dass der Tod als etwas uns Fremdes uns auch abgenommen werden kann und wir dadurch erst wirklich menschlich werden, das dürfen wir an Maria sehen, die mit Jesus innig verbunden, leiblich natürlich, aber vor allem durch den Glauben, den sie durchgetragen hat, bis zum Schluss, bis unter das Kreuz. Und die Jesus in sich aufgenommen hat und ganz und gar zu ihm gehört. Und so wie der Tod über den Auferstandenen keine Macht mehr hat, so auch über die nicht, die zum Auferstandenen gehören, so sagt es ja Paulus heute. Also Maria als ein Hoffnungsbild, gestorben ist sie, wie wir sterben werden, tot geblieben ist sie nicht, wie wir nicht tot bleiben werden, wenn wir an Jesus festhalten. Gott segne und behüte sie alle. Und Maria, unsere mütterliche Freundin im Himmel, uns zugewandt, um uns besorgt, an uns interessiert, immer in Fürsprache für uns, sie rufen wir heute auch an. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.